Und es gab natürlich auch eine Ausstellung hier zu Zauberkästen, 1988 haben wir gerade festgestellt. Und da ist eben der Bezug auch zu Vitus Witt entstanden, der hier damals im Rahmen dieser Ausstellung auch gezaubert hat. Das ist eine Spur erspielt. Schreibt Friedrich Schiller in den Briefen über die ästhetische Erziehung des Menschen. In diesem Sinne ist Vitus Witt ein hervorragender Spieler und ein besonderer Mensch. Gestatten Sie mir einige Worte über seine berufliche Entwicklung. Nach dem Abitur ging er zunächst an die Kunstakademie Düsseldorf zum Studium bei Josef Beuys. Nach dessen spektakulärer Entlassung durch den nordrhein-westfälischen Kultusminister wechselte er in Düsseldorf an die Fachhochschule für Design, die er mit dem Diplom als Designer abschloss. Diese Ausbildung ist bis heute die Basis für viele seiner Arbeiten. Am neuesten Titel seines Verlages lässt sich das hervorragend ablesen. Das ist vielleicht gar nicht so sehr bewusst, wenn Sie denken, oh, die Zauberer, die reden viel, die haben alles im Ärmel, die haben Falltüren, doppelte Böden, die betreiben einen großen Aufwand. Aber eigentlich, die eigentliche Illusion ist ja nicht die geheime Tricktechnik, sondern die Illusion findet in Ihrem Kopf statt. Und wenn Sie gar nicht da sind, dann gibt es keine Zauberei. Also Sie als Publikum sind eigentlich die Hauptverantwortlichen dafür, dass die Zauberkunst überhaupt geschehen kann. Das ist eine Form von Kommunikation. Und wir erschaffen gemeinsam eine Welt, in der für Momente unmögliche Augenblicke passieren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel alleine zu Hause stehe und vor mich hin zaubere und übe, vor dem Spiegel oder vor einer Videokamera, verblüffe ich mich nicht mehr selber. Ja? Das ist sozusagen Ihre Hauptaufgabe als Publikum. Die Verblüffung, das Staunen in Ihrem Kopf. Und da ist es ja so, dass es immer heißt, wir haben so ganz schnelle Ablenkungsmanöver. Das stimmt gar nicht. Ja? Sie täuschen sich schon ganz von alleine. Und wenn dann aber auf einmal ein Glas Orangensaft erscheint, Zuschauer der Kategorie 2, die würden gerne wissen, wie es geht. Und ich nehme das jetzt mal als Steilvorlage, mal ein Kunststück gleich zu Beginn unseres kleinen Programms zu erklären. Warum? Nun, der Intellekt ist befriedigt. Und da können im Laufe der nächsten Minuten die Zuschauer der Kategorie 2 zwanglos in Kategorie 1 überwinden. Bis dahin so ein kleines Kunststück. Falls Sie es selbst probieren wollen, man braucht nicht viel dazu. Ich nenne es das Papierkunststück. Das war eines der ersten, das ich gelernt habe. Da war ich so 8 Jahre alt, also Sie kriegen das hin. Man braucht so, wie der Name schon andeutet, ich zeige es jetzt einmal, dann hat es jeder schon mal gesehen. Also, Sie gehen nach Hause, nicht jetzt, Sie schneiden sich so 5 oder 6 Stückchen Papier zu, etwa diese Größe, weiß. Sie nehmen das Papier in die linke Hand. Links oder rechts, das ist egal. Linke Hand, Papier, rechte Hand. Die magische Geste. Oder so. Kann man weglassen. Wichtig ist nur, dass wir dann aus dem Handgelenk diese Bewegung bekommen. Aber es gibt natürlich auch
Kleider leisten auf dem Boden. Die kleinen Gruppen sucht man sehr lange. Und über die großen Gruppen stolpert man schon. Mi power,